Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Event. Heute machen wir nämlich ein besonderes Quiz. Besonderen Namen haben wir dafür nicht, nennen wir es einfach besonderes Quiz. Und es ist ein Team-Quiz quasi. Und ja, wir haben zwei Kandidaten heute. Quasi Hench, also, Floch in dem Fall. Also Florian und Chris. Und die zwei werden jetzt nacheinander Fragen beantworten. Ich komme da gleich noch zu sprechen. Das wird ungefähr so funktionieren. Die erste Folge, worum es sich heute handelt, ist eben jetzt mit Florian, also Team Florian und Team Chris quasi. Und die darauf folgenden Folgen werden dann mit jeweils einem anderen Team funktionieren. Und dann schauen wir mal so gegen Ende, wer denn die meisten Punkte absahnt. Und heute, Florian und Chris, ich denke mal, ihr seid bereit. Ich werde euch nämlich jetzt die Regeln vorlesen für die Zuschauer, Zuhörer und auch für euch. Okay. Dann schieß mal los, Quizmaster. Also, ihr müsst 16 knallharte oder gummiweiche Fragen aus der Welt der Anime und Manga beantworten. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Für die Frage falsch beantwortet, gibt es keinen Punkt. Kennt man ja, ne? Ihr habt für jede Antwort eine Minute Zeit. Ihr könnt euch untereinander beraten und diskutieren, aber denkt dran, die Zeit. Eine Minute kann lang sein, muss aber nicht zwangsweise, wenn man nicht auf die Antwort kommt. Eine Frage. Wieso sollte ich meinem Gegner helfen? Ihr seid keine Gegner, ihr seid ein Team. Ach so. Das ist im Prinzip wie bei Ruckzuck. Ah. Ja, so ein bisschen, ja, genau, richtig. Okay, einer von euch, ja, ist, das streichen wir weg. Wir haben ja jetzt gesagt, wir machen mit zwei Leuten. Okay, dann kann man das wegstreichen. Klar, nach Ablauf der Zeit werde ich euch sagen, jetzt ist Schluss. Und dann muss die Antwort sitzen. Die muss dann innerhalb von ein paar Sekunden muss die rausgeschossen bekommen, sonst kriegt ihr 0 Punkte. Okay. So. Also, und ganz wichtig, das dürft ihr euch gerne merken, ihr habt innerhalb dieser 16 Fragen Zeit, 3 Joker einzulösen. Ja? Und zwar ist es so, jeder Joker darf nur einmal benutzt werden und danach verfällt er, dann fliegt er weg, dann ist fertig. Ja? Und ich erkläre euch einfach mal die Joker. Joker 1 ist der Skype-Joker. Ja? Mit dem Skype-Joker, da könnt ihr andere Leute nach der Antwort befragen. Der Timer, tue ich dann kurz stoppen und resette den dann. Dann habt ihr auch wiederum eine Minute Zeit, eine Antwort von denjenigen zu bekommen. Dann gibt es den Joker Nummer 2, das ist der Fachkenntnis-Joker. Da dürft ihr einer von zwei Kategorien aussuchen, die nur der Profi unter euch, ja, in diesem Gebiet beantworten darf. Dazu gehören die Kategorien, bei euch in dem Fall, Loli und Mecha. Ja? Das spricht, wenn zum Beispiel der Flo sagt, er würde jetzt die Loli-Frage beantworten, dann darf nur er beantworten und der Chris muss ihm blind vertrauen. Und umgekehrt halt in dem Fall. Und Joker 3 ist der Help Me Please Joker. Also hier bekommt ihr zwei Antwortmöglichkeiten, wovon nur halt eine richtig ist. Soweit? Ja, alles verstanden? Alles klar. Und am Ende dieser 16 Fragen erwartet euch dann noch eine Zuschauerfrage, die von einem unserer Zuschauer gestellt wurde. Ja, und die Regeln dazu, die werde ich dann euch erklären, wenn es soweit ist. Ich denke mal, somit ist alles klar. Und ich würde sagen, let's go zur ersten Frage. Massiert eure Gehirne. Okay, Frage 1. Welcher Charakter steckt hinter dem Pseudonym John Smith? Und ab jetzt. Ihr dürft miteinander reden, ne? Logisch. Ihr solltet das auch. Keiner. John Smith. Das ist wie Peter Mayer. Hat aber jetzt nichts mit Matrix zu tun. Nein, das ist Anime und Manga. Immer im Kopf behalten. John Smith. John Smith, wer steckt hinter diesem Pseudonym? Wer hat sich so genannt? Welcher Charakter hat sich so genannt? Fotograf?
Nicht Speed. Nee, scheiße. Noch 20 genau. Sekunden. Ihr habt auch die Möglichkeit, Joker zu benutzen. Ich weiß, muss nicht sein, dass man es gleich bei der ersten nicht gleich benutzt. Bei der ersten, aber. Nee. Ja. Ich glaube, das würden wir auch eh nicht rauskriegen. Nee, also wir kriegen es nicht raus. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, keine Ahnung. Okay. Gut. Was wär's gewesen? Die Antwort wäre gewesen: Kion. Denn Kion aus Die Melancholie der Suzumiya Haruhi hat, als er eine Zeitreise in die Vergangenheit unternahm, hat er sich der kleinen Haruhi, die ja nichts von seinem Namen wissen sollte, hat er sich als John Smith vorgestellt. Ah, im Prinzip wie John Doe. Also genau. Wenn das so weitergeht, dann sehe ich Spaß. Also, Haruhi habe ich nicht gesehen, also von daher hätte ich die Frage nicht beantworten können. Okay. Ich weiß nicht, in welcher Folge das passiert sein soll. Ja, in der Folge, in der halt in die Zeit zurückgereist ist. Weiß ich gar nicht mehr, war das erste Staffel? Nope, war glaube ich zweiter. Zweiter habe ich nicht gesehen. Oh. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Gut, aber das kann passieren. Das, ich habe so versucht, so gut es geht, die Fragen so zu stellen im Gedanken, dass ihr die vielleicht lösen könnt. Ist immer schwierig, aber im Normalfall sind es alles Sachen, die im Normalfall auch Allgemeinwissen darstellen. Aber gut, muss auch mal ein paar schwierige dabei sein. Vielleicht jetzt was Einfaches. Frage Nummer 2. Welche Produzenten sind für die Anime-Adaption von Bakemonogatari und Sayonara Tsetsubou-Sensei verantwortlich? Die Zeit läuft jetzt. Liegt mir auf der Zunge. Ich hab's nicht gesehen. Sayonara Tsetsubou-Sensei und Bakemonogatari. Haben ja auch so irgendwie... Also dieses Studio hat ja immer diesen so ähnlichen Stil. Ach, das Studio willst du wissen? Ja, also das ist die... Ich dachte jetzt hier diesen... Die Produzenten, die dafür verantwortlich sind. Ich nenne mal was Ausgestorbenes, sowas wie Gonzo zum Beispiel. Gibt's ja nicht also, mehr. Also war ja eine... Heft? Ist das die Antwort? Sagt ihr? Ihr habt noch 20 Sekunden. Ich weiß es nicht. Könnte Chef gewesen sein oder... Ich sag Chef. Du sagst Chef? Ja. Ist das sicher? Ich vertraue immer blind. Okay, gut. Ich log mal ein. Spannend. Ist es Chef? Ist es Chef? Ja, es ist Chef. Natürlich okay. Ist es Chef. Chef hat doch meiner Meinung nach einer der, ja, ich sag mal, fast schon herausragendsten Merkmale einfach, wo man schon daran erkennt, das ist ein Chef-Anime. Ich wusste jetzt aber nicht, ich hatte den Namen nicht mehr. Den Namen hast du nicht im Kopf. Ja, aber du bist also schon Gainax auch in den meisten Köpfen hängen geblieben. Ja, richtig, zum Beispiel. Okay, na gut. Ein Punkt. Hey. Okay, way to go. Frage 3. Wie heißt das erste Werk von Mangaka Ken Akamatsu? Matsu, war das scheiße? Das war nicht Lofina, oder? Ich will hier niemanden reinreiten. Ihr habt drei Joker. Ja, dann mach mal hier diesen Auswahl. Ich weiß nicht, nur wenn Chris damit einverstanden ist. Sollen wir einen Joker machen? Dann ja. halte ich die Zeit an. Den Auswahl-Joker, würde ich sagen. Help me please, genau. Help me please? Ja. Okay. So, dann. Los geht's. Okay, also ihr wollt eine Auswahlmöglichkeit. Also ich gebe die euch. Entweder ist es AI Love You oder es ist Hitonatsu no Kids Game. Mich mit Akamatsu nicht wirklich aus, muss ich sagen. Ich auch nicht. Verwechsel den auch immer. Verwechsel den immer mit einem anderen. Also okay. Wenn ich tippen würde, würde ich sagen, ey, I love you. Nehmen wir das. Ey, I love you? Ja. Ist sicher? Okay. Stopp. Dann schauen wir nach. Nein! Ist es leider nicht, es ist tatsächlich Hitonatsu no Kids Game. Das war Akamatsus erstes Werk.
Er gewann damit den 50. Freshman Manga Award und Special Jury Award im Jahre 1993. Ohne diesen Award würde es laut Akamatsus Aussage heute keine Manga von ihm geben. Und AI Love You folgte daraufhin ein Jahr später. Oh. Ah, das war das zweite Werk. Mist. Okay. Ja. Passt schon. War nicht ganz einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich so von, auch als Akamatsu-Fan, vielleicht nicht sofort gewusst. Ja, ohne die Hilfestellung erst recht nicht. Weil ich kannte die Namen nicht mal. Da okay. Hätte man schon Wikipedia befragen müssen. Wäre auch jetzt wäre jetzt Skype hättet ihr noch machen können, aber gut. Ja. Weil da hätte das auch kein Schwein gewusst. Außer Henrik. Also gut. Dann haben wir bisher einen Punkt? Ja. Ne? Ja. Gut, läuft. Drei Fragen bisher einen Punkt. Läuft, würde ich sagen. Ja, Gott, wer weiß, wie es beim nächsten Mal aussieht. Bei den anderen. Okay, dann geht es weiter mit Frage Nummer 4. Welche Künstlerin sang die 2007-Variante von Fly Me to the Moon für den ersten Teil You Are Not Alone der Evangelion-Trilogie-Movie-Reihe? Die Zeit läuft. Jetzt. Kein Plan. Ich hab den Anime zwar gesehen, aber halt aufs Platte. Da wurde das Ending, glaube ich, nicht mehr mit eingespielt. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, welche Künstlerin das war. Noch. Habt ihr Zeit, überlegt mal, welche Künstlerinnen fallen euch spontan ein, japanische Sängerinnen, was könnte denn, zur Not nimmt man halt irgendwas in der Richtung, vielleicht stimmt's ja. Noch 20 Sekunden. Nee, sorry. Jetzt fällt's mir ein. Es war die Hikaru Ufa da, oder wie die jetzt heißt. Diejenige, okay. Die auch damals für Kingdom Hearts 2 den 5 Soundtrack Sekunden noch Zeit. Ja, ist es... Nehmt ihr das? Zeit ist um? Nehmen wir. Nehmt ihr? Keine Ahnung. Nee, ich nehm's. Ja. Okay. Ah, Ikaru Uta, da hieß die genau. Und die Antwort ist richtig. Utada Hikaru hat den Song gesungen. Sehr schön. Da habt ihr einen Punkt. Dann habt ihr den zweiten Punkt. Sehr cool, dass dem Christus noch eingefallen ist. War aber zu der Zeit eigentlich eine recht bekannte Sängerin auch. Ja, muss man dazu sagen. Ist halt größer. Richtig. Gut. Frage Nummer 5. Nenne die seit 2004 in Japan bestehenden sogenannten Big Three des Weekly Shonen Jump Magazins mit den Namen der dazugehörigen Mangaka. Die Zeit läuft jetzt. Allgemein. Zu den Big Three würde ich mal eher sagen One Piece mit Eiji Oda. Dann halt Naruto bzw. Naruto Shippuden. Mir fällt jetzt aber gerade der Mangaka nicht ein. Und noch zu den Big Three gehört Metatekon. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht der Mangaka ein von. Okay. Noch könnt ihr was reißen? Solltest so fällt es mir zumindest ein. Okay. Ich kenne nur diese drei Long-Time-Run-Serien, die momentan noch in Japan laufen. Mhm. Bin schon technisch so bewandert wie... Okay, ja, von Raketenwissenschaft verstehe ich mehr, das ist ein blödes Beispiel. Ich glaube, die Leute da draußen, die schreien ihr euch jetzt bestimmt an. Oh, das ist doch so, das ist das, Mann. Dann sollen die herkommen und so eine Pfeife einfangen. So. Zeit ist um. Was sagt ihr? Also bleibst du dabei, bei dem, was du gesagt hast? Die Mangaka haben jetzt gefehlt zwar, außer Eiichiro Oda. Ich hätte es jetzt trotzdem durchgehen lassen, aber, leider ist es nicht Conan. Ganz richtig. Und zwar, es ist One Piece mit von Eiichiro Oda. Es ist Naruto von Masashi Kishimoto. Und es ist nach wie vor immer noch Bleach von Tite Kubo. Ich dachte, Bleach wäre abgeschlossen. Nein. Wo lebst du?
Peach ist noch dabei. Okay. So. Und in diesem Sinne war das halt wieder nichts. Aber vielleicht wird ja jetzt was, zumindest so ein bisschen kindheitstechnisch, vielleicht geht da was bei dem einen oder anderen. Ich glaube, für den Flo wird es ein bisschen... Vielleicht wird es für den Flo echt ein bisschen böse. Aber mal gucken. Ihr habt, wie gesagt, noch zwei Joker. Ja. Könnt auch mal eine Loli-Question reinbringen oder so, vielleicht hat er... Aber gut, Frage Nummer 6. Die sind bestimmt auch irgendwie von 1970 oder so. Frage Nummer 6. Welche Farbe hat das T-Shirt von Matt bzw. Yamato aus der ersten Digimon-Staffel? Grün. Ist es sicher? War das der Blonde? Ja, das war der Blonde, der hat ja, grün. Dunkel, irgendwie so olivgrünes T-Shirt hat er an. Okay. Ja, irgendwie mit gelben Streifen oder was? Dann lock ich das mal ein, ob das stimmt. Ja, ist natürlich richtig grün. Grün, grüner, ja. Grüner als grün. Richtig. Super grün. Super grün. Also habt ihr 3 Punkte jetzt schon. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Yep. 3 Punkte. Sehr schön. Und da sind wir auch schon bei Frage 7. Wer wird in Japan als Gott der Manga genannt? Die Zeit läuft jetzt. Sehr bekannter Mangaka. Sehr, sehr, sehr bekannter Mangaka. Macht heute noch Werke und wird in Japan als Gott der Manga benannt. Er selbst meint, es ist sehr schwierig und eine sehr große Verantwortung als Gott der Manga. Akira Toriyama fällt mir jetzt nur ein, spontan. Akira Toriyama, meinst du? Und was sagt der Flo? Ich habe keinen Plan. Noch 20 Sekunden. Also mir fällt nur Akira Toriyama ein, sonst kein anderer. Ich weiß jetzt nicht, wer da noch so bekannt ist. Nehmen wir das. Okay, 10 Sekunden noch. Ihr nehmt das? Ja. Sicher? Ja, ich vertraue ihm da mal. Akira Toriyama ist leider falsch. Mist, wer war's Antwort denn? Wäre Osamu Tezuka gewesen. Osamu Tezuka mit Tetsuman Atom, ja. Richtig. Also der ist definitiv... Kenne ich gar nichts von. Oh Gott, der Manga. Kennst du nichts davon? Bin ich mir gar nicht sicher. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kenne ich ein paar Werke. Aber... Astro Boy dürfte dir definitiv ein Begriff sein. Ja, den kenne ich. Mhm. Der war von dem. Okay. Zum Beispiel. Aber Namen sagen mir der hat auch so Sachen wie... obwohl, nee, das weiß ich nicht, ob er jetzt auch die Königin der 1000 Jahre gemacht hat oder Captain Harlock. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber er hat zum Beispiel das Original zu König der Löwen gemacht. Kimba, der weiße Löwe. Zum Beispiel. Beziehungsweise. Ja, also quasi dieses. Disney hat da quasi ein bisschen plagiatiert. Weil das der Ursprung, das Original war Kimba, der weiße Löwe. Und das Ganze war von Tezuka. Und auch gibt es noch einen Film, der heißt irgendwas mit Bagi. Er ist auch sehr bekannt. Das ist ein TV-Special. Oder von mir aus war es auch ein Special. Auf jeden Fall, der ist auch noch recht bekannt. Sagt dir alles nichts? Okay, ja, gut. Höchstens Astro Boy ist das einzigste bekannte Werk. Großartig. Astro Boy sollte, glaube ich, jedem was sagen. Ja, klar. Selbst wenn man es nicht gelesen hat. Ich habe es auch nicht gelesen, aber kennen tut man es auf jeden Fall. Ja, gab da nur Zeichentipps. Aber von Sachen, die ich nur so nebenbei kenne, kenne ich die Namen von dem Prozenten nicht. Okay, gut. Vielleicht wird es ein bisschen besser jetzt. Jetzt gehen wir wirklich in die Nostalgie über. Jetzt ist es endgültig passiert, aber da könnte es vielleicht was reißen. Okay, Frage 8. Macht euch bereit. Der 1995 erschienene Anime-Film Ghost in the Shell wurde in einem von 2 Versionen eines Musikvideos der 90er Jahre verewigt. Wie hießen Band- und Track-Titel dieses Videos? Wham-Do Project, King of My Castle. Okay, das klingt nach ziemlich eindeutiger Aussage. Und der Flo? Ja, nehmen wir das. Der Flo nimmt das, okay, dann ist die Zeit schon um. Ist natürlich richtig. Wham-Do Project mit King of My Castle. 1999 kam der Track, beziehungsweise das Video raus. Ist ein weltweiter Hit. Richtig, ist ein weltweiter Hit geworden übrigens. Also, ja. Das hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Ja, cool. 4 Punkte, Leute.
Aber ist was ich schon... den Computer-Jockeys übel nehme, dass sie damals für Golden Boy den Soundtrack eingespielt haben. Okay, ich fand's ehrlich gesagt nicht schlecht, aber... Ja. Oder Dex Rider, das war genauso krank. Auch, finde ich auch super. Ja, aber darum geht's jetzt. Hat zu Essgefühl nicht gepasst, finde ich. Okay, darüber kann man jetzt diskutieren. Bringt jetzt hier aber nichts, denn ihr habt 4 Punkte, das ist schon mal auf jeden Fall was. Und jetzt bin ich natürlich gespannt. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in dieser Retro-Schiene mit der nächsten Frage. Und zwar Frage Nummer 9. In dem Film Jinro gibt es eine Hauptstadtpolizei, die aus mehreren Einheiten besteht. Eine dieser Einheiten ist eine Spezialeinheit, die mit hochtechnisierten und gepanzerten Kampfmonturen gegen Rebellen vorgeht. Auf welchen Namen hört diese Kampfeinheit? Wolfsbrigade. Seid glücklich, jetzt. Das, was er sagt. Die Wolfsbrigade ist es. Okay, das ist sicher? Ja, ganz sicher. Ich habe den Film damals gesehen. Klingt mit auch auf Vox. Vorstellbar, weil irgendwie geht das doch um Rotkäppchen oder so, so wie ich mich erinnere. Okay, das ist sicher. Ich logge das dann ein. Ja, sicher? Ja, mach du! Sicher, mach hin. Alles klar, okay, gut. Dann würde ich sagen, bin ich jetzt im Zwiespalt, aber ich lasse euch den Punkt trotzdem gelten, weil... Die Antwort wäre Kerberos gewesen, aber ich denke mal, das war so entweder die deutsche, also die Verdeutschung, dass sie diese Organisation nicht haben Kerberos genannt, oder das wurde nur so nebenbei in der deutschen Fassung erwähnt, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber Kerberos und Wolfsbrigade, ich glaube, da ist zumindest vom Sinne her das Ganze doch recht ähnlich, weil Kerberos war ja dieser Höllenhund. Richtig. Also, ich denke mal, in dem Fall lasse ich es gelten. 5 Punkte. Frage 10. Kankol ist ein japanisches Computerspiel. Das Online-Sammelkartenspiel dreht sich um das Thema Seeschlachten mit Kriegsschiffen der kaiserlich-japanischen Marine des Pazifikkrieges. Diese Schiffe werden jedoch auf eine andere Art dargestellt. In welcher Form werden diese historischen Seegiganten dargestellt? Als Mädchen. Nee, das war Kantai Collection. Kankol. Ja, als schöne, süße Mädchen. Okay, das ja, war's. Das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Das ist wirklich so auch gesagt worden, dass die dann als wunderhübsche Mädchen dargestellt werden. Okay, gut. Dann schaue ich doch einfach mal. Und es ist natürlich richtig. Junge, hübsche Mädchen. Es ist ein ganz extrem beliebtes Kartenspiel, ein Online-Kartenspiel in Japan. Mhm. Und das bekommt jetzt im Juli sogar eine Anime-Adaption. Was heißt sogar? Das war eigentlich schon fast klar. Denn Figuren gibt es ja mittlerweile, also PVC-Figuren gibt es ja mittlerweile schon rauf und runter. Und ich glaube, diverse Manga-Adaptionen. Alles Mögliche schon. Also, das ist ein richtiger... Ich glaube, das wird der neue Boom schlechthin, auch bei uns. Mhm. Ich sag nur Italien, ja. Aber uns? Weiß ich nicht. Bei uns sind halt so Sammelkartenspiele mehr wie Magic, Yu-Gi-Oh! Und sowas bekannt. Ah, nee, so habe ich das eher nicht gemeint. Ich habe nur so gedacht, so in Richtung, wenn man jetzt zum Beispiel so an die... Sachen wie Strike Witches oder so denkt, das kam ja auch eigentlich so, relativ ja, gut an. Ja. Und da denke ich mal, dass Kantai Collection in der Richtung auch gut ankommt. Zumindest was ich nicht mal eine wusste, Frage aus dieser Dekade. Was ich nicht wusste, ist, dass das Ganze auch Kankol genannt wird. Also das war, da dachte ich auch zum ersten Moment. Ich hätte mich verlesen. Halt. Ja, Kankolle. Die Kankolle. Okay, damit habt ihr, ich bin gerade 5 Punkte, ne? Nee. Doch. Doch. Doch, ist richtig, 5. Siehst du, jetzt hättest du da schummeln können, jetzt sagen, ja, nee, 7, 1. Nein, okay. Wir betrügen nicht. Nein, wir betrügen natürlich nicht, sowas würden wir nie tun. Und da kommen wir zur Frage 11. Auf die freue ich mich schon die ganze Zeit. In dem 2005 erschienenen Anime Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan zerlegt der namensgebende Engel den männlichen Protagonisten Sakura mit ihrer magischen Keule Excalibur mehrmals innerhalb der OVA-Episoden.
Wie geht der Zauberspruch, den sie aufsagen muss, damit Sakura wiederbelebt werden kann? Pipiro, piro, pipiro, pi. Okay. Das ist blind. Aber ich möchte es bitte auf den genauen Wortlaut haben. Das ist der genaue Wortlaut. Okay, sag's nochmal. Pipiro, piro, pi. Langsam. Pi. Langsam, sonst komme ich nicht mit. Pipiro? Ja? Pipiro. Ja, ich kann das nicht langsam. Okay, dann sag schnell. Pipiro, piro, pipiro, pi. Okay. Definitiv. Gut, und das ist sicher? Pipiro, ja. Piro, pipiro, pi. Wenn du das richtig verstanden hast, ich hab's richtig gesagt. Geht zur Not, sag's noch einmal. Ich möchte es ganz genau wissen. Pipiro, piro. Ja, ich kann das echt nicht langsam. Ich weiß nicht wieso. Aber du nervst. Das wollte ich dir nur mal gesagt haben. Pipiro, nochmal. Piro, pipiro, pi. Ganz einfach. Okay. Dann muss ich dir leider sagen, ist falsch. Hast du das jetzt ausgeschrieben, oder was? Es ist richtig. Der Laut dieses Satzes ist, weil diese Aussage ist, pipiro, piro, piro, pipiro, pi. Das ist länger okay, als das, was du gesagt hast. Gestepp in der Hölle, das war das Fiese an der Frage. Also, pipiro, piro, piro, pipiro, pi. Könnt ihr selber nachgucken in der OBA. Genau so und nicht anders wird es gesagt. Aber, jetzt kommt mit Abstand die schwierigste Frage. Oha. Ja, und zwar die Frage 12. In Elfenlied. Deswegen ist es die schwierigste Frage. In Elfenlied. Wie heißen die mutierten, von Gott gesandten Homo Sapien mit den zwei Hörnern auf dem Kopf? Die Zeit läuft jetzt. Nikolululus, keine Ahnung. Ihr habt noch zwei? Nee. Da willst du wahrscheinlich auch wieder den genauen Wortlaut haben, ne? Ich möchte wissen, wie die heißen. Dann die haben einen Namen. Die Nikolos, irgendwie sowas, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es nur einmal als Wort gelesen und ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Ich hab's zwar gesehen, aber... Das sagt schon mal viel aus. Mir fällt es gerade nicht ein. Skype-Joker, würde ich mal sagen. Okay. Gut, dann halte ich die Zeit an. Flo, du darfst anrufen. Wen soll ich bitte anrufen? Sehe ich wie ein Typ aus der Leute kennt, die Elfenlied kennen? Ich hab einen, warte mal. Sag Bescheid. Sagen wir mal so. Ja, sag Bescheid, wenn du die Frage geschrieben hast. Ja, ich hab gewusst, dass das definitiv. Ich habe ja gesagt, das wird die absolut schwierigste Frage, weil ich wusste das ganz genau, wenn ich das Elfenlied. Ich hab's nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich hab den Anime angeguckt. Ist also bei mir genau das gleiche. Also das ist überhaupt nicht hängen geblieben. Obwohl das scheinbar so wichtig ist. Oder zumindestens ich sag mal, ein Eigenname quasi ist. Wo man eigentlich erwartet, dass das so ein bisschen öfter genannt wird und irgendwas öfter... mit Dick. ich weiß nicht, wie ich was dahinter kommt, aussprechen soll. Also D-I-C-L-O Nullus. Okay, keine Chris, Ahnung. Hast du es schon geschrieben? Oder die Mehrzahl mit I-I am Ende. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Chris, hast du es schon geschrieben? Okay, Chris ist dead. Der fast nicht. Hab ich mal meinen kleinen Bro. Tück, 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 tück. Okay. Ich gebe euch jetzt noch 5 Sekunden und danach lasse ich die eine Minute rennen, ne? Okay. Die Zeit läuft. Eine Minute. Ich kann auch gerne nochmal die Frage wiederholen, für die es nicht verstanden haben. In Elfenlied, wie heißen die mutierten,
von Gott gesandten Homo Sapien mit den zwei Hörnern auf dem Kopf. Nee, mein Bro ist auch nicht da. Okay, wir... Dann nehmen wir einfach das, was mir noch im Schädel übrig... Nehmen wir... Die Klonus oder Mehrzahl, die Klonie. Aber mehr viel genau, mehr doch, auch. Die Klonus heißen die. Okay. Ja, die Klonus oder die Klonius, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwie, keine... Ich kenne alles klar, alles klar. Ich log's jetzt ein, okay? Ja. Okay, und die Antwort ist... Richtig! Die Klonius heißen die Dinger. Die Klonius. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich habe noch nie nachgeguckt, was das eigentlich heißt. Also Klon? Das klingt irgendwie wie so... Ein lateinisches Wort. Ja, ja. Keine Ahnung, woraus das abgeleitet werden soll. Es ist Latein, ja, irgendwie. Also die heißt ja zwei, wahrscheinlich, ne, oder? Es gibt... Ja. Und die haben ja zwei Hörner, deswegen. Aber gut. Das wäre jetzt zu tiefgründig. Gut, aber da habt ihr einen Punkt. Das heißt, ihr habt jetzt 6 Punkte. Und wir sind bei Frage 13. Ist doch eigentlich noch ein ganz guter Lauf. Mal gucken, vielleicht klappt der nächste auch so gut, weil der... Du hast ja gesagt, du bist ja so ein 90er-Kind. Und ja. Es ist nicht ganz in den 90ern, aber es kam noch öfter im Fernsehen. Deswegen könnte man eventuell... Rückschlüsse diese Frage, genau, die Frage beantworten. Okay, Frage 13. Und zwar geht es um Kinderserien. Tico, ein toller Freund, war eine damals in Deutschland sehr beliebte Kinderserie, die durch das World Masterpiece Theater Project entstand. Dazu gehören Anime-Adaptionen von europäischen und amerikanischen Romanen und Geschichten. Zum Inhalt. Nanami ist ein kleines Mädchen, das zusammen mit seinem Vater Scott auf dem Forschungsschiff Peperoncino lebt. Die Peperoncino erkundet das Leben in den Meeren und ist auf der Suche nach dem sagenhaften leuchtenden Wal. Nanami hat eine gute Freundin, die ihr immer zur Seite steht. Um welches Tier handelt es sich hierbei? Tico, ein toller Freund. Ich sag jetzt mal nicht Eichhörnchen, weil das wäre Morgs. Das ist ja, hat ja was mit Unterwasser zu tun. Richtig, also, die erkunden das Leben in den Meeren. War nicht so ein Vogel, oder? Was wäre da denn von Vorteil? Ein Delfin. Also nee, wie war die Frage nochmal? Also, du hattest irgendwas von einem Blauwal erzählt oder was? Sie sind auf der Suche nach einem leuchtenden Wal. Ach so, ach ja, ja, okay. Das war doch. Sie hatte doch auch so einen Wal als. Ich weiß nicht mehr, was für ein Wal. Schwertwal, sag ich. Weil das okay, sind die immer Zeit so, so Free Willy-mäßig die besten zwei, Freunde. 1. Okay, mich die Antwort jetzt haben: Schwertwal. Bettwahl. Ja. Also Orca ist das ja. Doch, oder? Und die Antwort ist richtig. Damit habt ihr 7 Punkte. Der gute Orca ist nämlich, das ist, glaube ich, ein Orca-Weibchen gewesen. Und das irgendwie hatte mich das immer so an Free Willy-mäßig erinnert. Richtig, ja, richtig, richtig. Flip und Lopaka. Richtig, genau. Ich kann auch mal dazu erwähnen, hättet ihr jetzt bei dieser Frage nach einer zweiten Antwort gefragt, hätte ich da euch die Antwort zusätzlich gegeben mit Frettchen. Und ich wette euch, dass ihr dieses Frettchen genommen hättet, anstatt den Orca. Ich hätte es mir echt, weil das ist einfach, ja, gerade bei diesen älteren Serien sind es irgendwie immer so kleine Tierchen, so ein Frettchen oder ein ja, kleiner das Löwe so, oder so. Wassermäßig, wenn du einen Wal suchst. Wenn du einen Wal suchst, nimmst du einen Wal. Ja. Okay, gut. Ja, cool. Frage Nummer 14. Wir kommen so langsam, aber sicher am Ende an. Ich bin gespannt, wie es noch wird. Okay. Das ist jetzt vielleicht ein Ratespiel, vielleicht auch ein Wissensspiel. Kara no Kyokai oder auch The Garden of Sinners
ist eine japanische Light-Novel-Serie, die von den Machern von der Fate-Reihe und Tsukihime erschaffen wurde. Also Fate-Reihe, Fate Stay Night und so weiter. Mhm. Die mehr als 500.000 Mal verkaufte Romangrundlage wurde als Hörspiel- und Anime-Filmreihe adaptiert. Die Einzelfilme sind zwischen 2007 und 2009 in den japanischen Kinos gelaufen. Wie viele Einzelfilme von Kara no Kyokai gab es denn? Ich möchte dazu eine Anmerkung machen. Das Epilog-Special im Jahre 2011 sowie der Side-Story-Film 2013 zählen nicht dazu. Zeit läuft jetzt. Kann ich das schon direkt sagen? Es ist auf 4 Teile ausgelegt worden. Also 4 Filme? Wenn ich mich nicht irre, sind es 4 Filme. Ich vertraue dir dann ja. Okay. Ich erinnere euch immer wieder gerne daran, dass ihr noch einen Joker habt. Der könnte von, bei euch welchen, von Vorteil welchen? Sein. Ach ja. Der Loli oder Mecha-Joker, je nachdem. Expertenteil. Ja. Experten-Joker. Obwohl ich bei dir bin ich mir 100% sicher, dass das irgendwas ist, was ich nicht weiß. So okay. Irgendwie aus dem Mittelalter oder so. Halbzeit? Ich bleib bei 4 Filmen. Bleiben wir bei. Ich vertraue ihm da mal. Okay. Ob dieses Vertrauen so gut war, sage ich euch. Nach einer kleinen Werbe und ob. Nein. wir haben leider keine 4 Filme. Es sind tatsächlich ohne das Special und ohne den neuen Film 7 Filme. 7 Kara no Kyokai. Sinner of Gardens. 7 Garden of Sinners. Ich habe ehrlich gesagt keine davon angeguckt, obwohl ich eigentlich Type Moon-Werke eigentlich richtig gut finde. Aber bisher noch nicht die Chance dazu gehabt. Aber ich wusste ehrlich gesagt, dass es 7 Filme waren, auch wenn ich sie mir nie angeguckt habe. Ich bin, glaube ich, ein Master des unnötigen Wissens. Aber sowas von. Okay. Frage Nummer 15. Was aber nicht in unseren Fachbereich fällt. Frage Nummer 15. Ihr müsst auch immer bedenken, ich habe euch eigentlich auch ein bisschen auch hier Henrik noch mit eingeplant gehabt, der ja dann einfach weggefallen ist heute. Ja. Muss man auch dazu sagen, deswegen... Aus familiären Gründen, auf die wir nicht mehr eingehen. Genau, aber ich möchte jetzt das auch nicht weiter vertiefen. Kommen wir zur Frage 15. Jeder kennt es oder wird es zumindest vom Namen her kennen. Steins Gate. Diese von einem Semikolon getrennte Wortkombination wurde erneut auf 2 weitere Anime übertragen, welche als alternatives Setting behandelt werden. Wie heißen diese 2 Anime mit diesen Semikolons? Zeit läuft jetzt. Nie gesehen, ganz ehrlich. Ja, dann hauen wir doch mal den Joker raus. Willst du oder soll ich? Keine Ahnung. Keiner hat Steins Gate gesehen, ehrlich? Nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht, noch ich auch nicht gesehen. Okay. Okay. Ich würde sagen, schieb ich mal den Fachwissen-Joker an Flo. Okay. Okay, alles klar. Dann stopp ich hier. Ich sag euch noch die Antwort. Also Steins Gate ist in der Mitte, hat dieses Semikolon. Ja, und das ist so ein. Und das ist so dieses, so ein bisschen das, diese, ich sag mal vom Logo her, die Charakteristik, damit man die Serien so ein bisschen miteinander verknüpfen kann. Und der andere wäre Chaos Head gewesen. Und das neueste Werk wäre dann Robotic Notes gewesen. Das wäre nie drum. Ja. Okay, gut, dann kommen wir zur Bonusfrage. Also du hast gesagt, du gibst dem Florian das Zepter in die Hand, das Loli-Zepter. Da bin ich mal gespannt. Florian, nur für dich und nur du darfst beantworten. Selbst wenn der Christus wissen würde, darf nur der Loli Flo beantworten. Der Loli. Ja, jetzt hast du den Namen schon weg. So, passt mal. Bereite dich vor. Ja. So. Sei doch mal ruhig, Chris. Das bin nicht ich, das ist meine kleine Tochter.
Ja. Okay, ich versuch's trotzdem. Flo. In dem Anime bzw. Manga Digi-Chara von Mangaka Kogedonbo, ja, dreht es sich um den gewöhnlichen Alltag im Gamersladen in Akihabara, Japan. Deren Geschäftsmaskottchen ist die energiegeladene Dejiko, die allerhand Ärger verursacht. Ich dachte, das wäre jetzt die Frage. Im Gegenzug dazu hat sie eine kleine Schwester, die das komplette Gegenteil zu ihr darstellt. Wie heißt dieses kleine Catgirl-Schwesterlein? Kleine, ne? Die Zeit läuft jetzt. Wie heißt die Schwester von... Petit... Ist das dein... Ich glaube, das war irgendwas mit winzig. Okay. Dann nehme ich das? Ja, nehmen wir das. Ich sonst noch mal genauer. Ich nehme das. Und ich muss euch sagen, die Steins Gate Frage hättet ihr herrlich verkackt, aber es war gut, dem Flo die Loli Frage zu lassen, denn es ist richtig. Petit Chara nennt man sie, oder auch, was ja im Grunde im Japanischen eigentlich so gut wie das gleiche bedeutet, Puchiko. Also ja, auch irgendwas, ja, mit genau, winzig. Genau. Puchiko oder Petit Chara hätte ich beides gelten lassen in dem Fall. Wunderbar. Gut, dann sehr schön. Dann habt ihr jetzt schon wie viele Punkte? 6. 7. Ihr hattet nämlich 6. 7 Punkte. So, falls ich irgendwas falsch sage, werden wir es ja eh nochmal. Werde ich dann wahrscheinlich visuell korrigiert. So, Frage 16, also quasi die vorletzte Frage, eigentlich die letzte Frage, aber es kommt ja noch eine Zuschauerfrage. So, Frage 16, die Richtung ist in diesem Fall ein Hentai. Ich habe gedacht, das bringt man auch mal mit rein. Hentai-Wissen, mal gucken, ob ihr das so drauf habt. Ihr habt keine Joker mehr, das heißt, der muss jetzt sitzen. Die verkacken wir definitiv, ich zumindest. 1989, also ja, quasi die sowas von. Dort, wo ich geboren, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, schaffte es die erste Tentakel-Szene in einen Manga. Dieser Hentai-Manga hörte auf den Namen, oh Gott, das kann ich selber nicht aussprechen, Yoyu Kiyoshitsu Gakuen oder auch Demon Beast Invasion von Mangaka Toshio Maeda, der auch unter anderem später für La Blue Girl bekannt wurde. Und das ist ein Name, den viele trotzdem kennen, auch wenn sie es nie gesehen haben. Fernab der heutigen Tentakel-Fetisch-Szene war der Grund für die Darstellung von Tentakeln jedoch ein anderer. Aus welchem Grund zeichnete Maeda Tentakeln in diesem Manga? Die Zeit läuft jetzt. Deine Sau ist... Also wie gesagt, es hat nichts mit der Tentakel-Fetisch-Szene, die es heute vielleicht gibt, zu tun. Er hat das aus einem anderen Grund gezeichnet, diesen Tentakel, dieser Tentakel-Rape-Szene. Warum hat er Tentakeln gezeichnet? Warum? Einfacher zu zeichnen. Weil er sehr gerne Tintenfische. Ich sag's nochmal, 1989... Ja, das ist vor meiner Gedankenspanne. Was war da in Japan? Frühling? Gerade du solltest es eigentlich wissen, gerade so mit der Lolicon-Thematik auch, so ein bisschen. Was war denn da? Noch 10 Sekunden. Okay, 5 Sekunden. So eine Zensurdebatte und du durftest keine Nudeln zeichnen. Okay, stopp. Ist das die Antwort? Nehmen wir das einfach mal, wenn du das als Antwort gelten lassen kannst. Ihr habt's noch gesagt vor der Zeit. Ja, nehmt ihr das? Genau, stimmt, da gab's ja diese Zensurdebatte, genau. Das fällt mir jetzt auch gerade an, hatte ich mal gelesen. Ihr nehmt das? Da durften okay, halt dann keine Geschlechtsteile mehr wirklich großartig kenntlich gezeigt werden, deswegen hat er Tentakel genommen. Und genau das ist nämlich die richtige Antwort. Er musste einfach die japanische Zensur irgendwie umgehen und hat dann einfach gedacht, okay,
da ich ja keine keinen Penis zeichnen darf, dann mach ich, aber ich darf irgendwas anderes zeichnen, was dann meist irgendwie roboterartig irgendwie oder so wirkte. Und in dem Fall war es in Ordnung, weil es war kein Mensch, es war kein Mann, es war in Ordnung. Und so hat er quasi die japanische Zensur ausgetrickst. Ist eigentlich, wenn man es mal so sieht, gerade so für das Hentai-Genre eigentlich ein sehr, sehr historischer Moment, möchte man fast schon meinen. Denn daraufhin haben halt viele angefangen, in der Richtung zu arbeiten, und durch ihn gibt's auch die heutigen Running Gags mit den Tentacles, auch in Comedy-Anime und so, immer mal wieder gerne genutzt. Und in Japan ist das quasi schon, das gehört schon zur Kultur, so merkwürdig das auch klingt, aber es gibt ja alle möglichen, es gibt ja schon sogar ein Tentakel-Maskottchen für Getränke und was weiß ich. Also das ist schon tief drin in der Szene und auch bei Leuten, die überhaupt nichts mit Anime und Manga zu tun haben in Japan. Also der hat damit schon was gerissen durch diese Idee. Und ich meine, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich mal ehrlich bin. Also warum Tentakel? Okay. Why not? Ich habe übrigens bei dieser Recherche nachgeguckt und es hat mich etwas erschrocken, als ich gesehen habe, dass der Manga, dieses Demon Beast Invasion, über 300 Euro kostet. Und es ist nur ein Band für ein normaler Manga. 300 Euro. Ich kenne nur einen, historisch halt, der teurer ist. Ja? Und es ist kein Manga, das ist das Neo Geo Spiel Kizuna Encount. Und damals, wo es noch bei Game One die Top 5 der teuersten Videospiele gab, hattest du für eines von 12 Modulen 10.000 Dollar hinlegen müssen. Oh, ich hätte jetzt auf eine original gebundene Erstausgabe der Bibel getippt. Aber das ist bestimmt auch teuer. Okay, gut. Fachwissen, aber das war richtig. Das heißt, ihr habt jetzt 8 Punkte. Mit der Zuschauerfrage. Und jetzt kommt die Zuschauerfrage. Ein Zuschauer hat euch eine schöne Frage gestellt. Und zwar nenne ich diese Kategorie gerne Gib mir Pein oder Lass es sein. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Ich werde sie euch aber nicht stellen. Ich werde sie euch erst im Nachhinein stellen. Wenn ihr diese Frage richtig beantwortet, bekommt ihr ganze 2 Punkte. Beantwortet ihr sie aber falsch, bekommt ihr einen Punkt Abzug. Die Zuschauerfragen sind so grundsätzlich gemacht, dass sie eigentlich sehr einfach zu beantworten sind. Aber es kommt halt auf die Zuschauer an. Mhm. Machen wir das. Rück raus. Okay. Dann gib mir Pein oder lass es sein. Zuschauerfrage von Zapacho. Grüße an dich hier. Und deine Frage wird nun gestellt. Zapacho will von euch wissen, wo liegt der Unterschied zwischen Shoujo und Yosei? Die Zeit läuft jetzt. Shoujo kann ich direkt sagen, ist für, das sind halt Mangas für junge Mädchen und Erwachsene, und Yosei ist also für Mädchen und junge Erwachsene, und Yosei ist halt für ältere Das Damen, für sein für Frauen halt, würde ich sagen. Mhm. Noch vielleicht ein bisschen ins Detail gehen. Was ist so Shoujo-typisch und was ist Yosei-typisch? Magical Girl Anime, Slice of Life, mitunter ein bisschen drin eingebunden. Also Romantik-Kram. Romantik ist auch mit drin. Also sowas wie Vampire Knight, Sailor Moon, Doremi, Kamikaze Kaito-chan. Oder okay, jetzt zum Beispiel auch so. Und Yosei? Ihr habt nicht mehr viel Zeit. 10 Sekunden noch. Drama mit drin. Mir fällt jetzt auch kein Werk ein, aber wo das halt nicht so heile Welt ist. Ja, okay, realistischer meinst du dann. Ja. Okay. Gut, und ich würde sagen, das sind nochmal 2 Punkte extra, denn ihr habt im Grunde eigentlich alles beantwortet. Jojo und Yosei, Unterschiede sind klar. Das heißt, wir sind bei einem Endstand von Germany 10 Points. 9 Punkte. Wir waren bei 8. Oder nee, habe ich mich jetzt gehört? Nee, 7 Punkte. Ja, das sind 7 Punkte. Und jetzt habt ihr 9. Ja, Germany 9 Points, okay. Das heißt, 9 Punkte von 16. Team Floch.
beziehungsweise 17, wenn man die Zuschauerfrage dazu zählt, ist doch eigentlich eine ganz gute Durchschnitt, den ihr da bekommen habt. Ja, also, Hut ab. Tja, das war's für diese Folge. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht. Ich bin gespannt, wer das nächste Mal die Fragen stellen wird. Vielleicht wieder ich, vielleicht auch jemand anders. Weiß es nicht. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wen wir als nächstes in den dran nehmen, aber es muss die nächste Gruppe muss es auf jeden Fall schaffen, die 9 zu überbieten. Ansonsten seid wenn's ihr nach wie vor. Ansonsten, wenn es dieselbe Punktzahl gibt, dann wird es ein Teamfight. Dann wird es ein Teamfight, aber es gibt, wie gesagt, wir müssen das Ganze noch 2-mal machen. Und dann können wir schauen, wer dann letzten Endes gewonnen hat. Ich bedanke mich, dass ihr da mitgemacht habt und für 9 Punkte braucht man sich definitiv nicht schämen. Da waren faire Fragen drin, da waren schwierige Fragen drin, da waren Insider-Fragen drin, da waren also sehr offensichtliche Fragen drin. Für jeden war es dabei, ihr habt gut geantwortet. Ich würde sagen, das war's mit dem besonderen Quiz. Ich würde sagen, Otaku-Quiz. Kann man so nennen. Das böse dann, Wort. Dann nennen wir es Otaku-Quiz. So, okay. Jetzt wisst ihr es. Danke fürs Zuhören an die Zuschauer und Zuhörer dort draußen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und ich schreibe das Ganze nochmal in die Beschreibung hinein oder wir lassen es jetzt auch einfach mal kurz einblenden und zwar unsere E-Mail-Adresse, an die ihr dann Fragen stellen könnt oder an meinen MyAnimeList-Account. Dort geht das auch. Wenn ihr irgendwas wissen wollt von den lieben Leuten hier im Quiz, könnt ihr dann Fragen gerne tun. Fragen werden dann netterweise weitergeleitet an uns. Und von daher, stellt ruhig Fragen, haut raus, was ihr wissen wollt. Kommt uns zu, wir beantworten alles. Wir suchen dann die Frage raus, die wir als nächstes stellen können im nächsten Quiz als Zuschauerfrage. In diesem Sinne... Aber bitte nicht aus meiner neuen Kategorie, weil das muss ich ja erstmal noch aufbauen. Okay. In diesem Sinne, wie gesagt, danke fürs Mitmachen, Chris und Flo. Jo. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war lustig. Jo. Und bis dahin, tschö, tschö. Cheerio. Bye.